Artikelnummer SCP-993. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Wie in Protokoll Y-Beta-3 beschrieben, ist jede Übertragung von SCP-993 abzufangen und für die Öffentlichkeit zu sperren. Alle abgefangenen Übertragungen müssen für zukünftige Untersuchungen aufgenommen und aufbewahrt werden. Jedes Subjekt, welches genutzt wird, um SCP-993 anzusehen, darf nicht älter als 10 Jahre sein und erhält ein Klasse A Amnestetikum, nachdem die Folge von ihm beschrieben wurde. Das Anschauen von SCP-993 muss durch 3 Level 4 Mitarbeiter genehmigt werden. Beschreibung: Bei SCP-993 handelt es sich um eine Fernsehserie für Kinder mit dem Titel Bobble der Clown, welche zum ersten Mal am 5.10.1990 ausgestrahlt wurde. SCP-993 ist allem Anschein nach im Stile einer lehrreichen Zeichentrickserie konzipiert worden. Beim Namensgeber und Hauptcharakter der meisten Folgen handelt es sich um den Clown Bobble, welcher neue Fertigkeiten und Beschäftigungen lernt. Die Serie besitzt keine Nebendarsteller und der Handlungsort wechselt häufig zwischen den Folgen. Die anormalen Eigenschaften von SCP-993 offenbaren sich, sobald die Serie angeschaut wird. Jeder, der älter als 10 Jahre alt ist und versucht, die Serie zu sehen, wird ohnmächtig, sobald diese beginnt. Diese Personen bleiben für die Dauer der Folge außer Gefecht gesetzt und berichten im Anschluss von stechenden Kopfschmerzen direkt vor dem Verlust des Bewusstseins. Kinder unter 10 Jahren, die sich SCP-993 angeschaut haben, berichten im Anschluss, dass sie in Kannibalismus, Mord, Folter, Daten gelöscht, unterrichtet wurden. Diese Handlungen werden tief in den Verstand des Subjektes eingebettet und das wiederholte Schauen von SCP-993 kann zum dauerhaften Auftreten psychotischer und schizophrener Symptome führen. Die Folgen von SCP-993 werden in regelmäßigen Abständen von einer zurzeit noch unbekannten Quelle gesendet. Seit dem 2000 wurden alle Übertragungen mit Hilfe des Y-Beta-3-Protokolls abgefangen und für die Öffentlichkeit blockiert. Folgentitel: Bobbles Küchenüberraschung. Inhalt: Diese Folge spielt in einer stereotypischen amerikanischen Kleinstadt. Bobble der Clown entführt in dieser Folge einen der Stadtbewohner und bringt ihn zu sich nach Hause. Dort angekommen, klärt Bobble den Zuschauer über die korrekte Zubereitung von Menschenfleisch auf und fährt im Anschluss damit fort, die Person zu häuten, auszunehmen und zu kochen. Folgentitel: Bobble in der großen Stadt. Inhalt: Diese Folge spielt in einer amerikanischen Großstadt, möglicherweise in New York. In der Folge unterrichtet Bobble der Clown die Zuschauer darin, wie man mit zum Beispiel einer Moskitospirale unbemerkt Feuer legt. Am Ende der Folge steckt Bobble ein großes Gebäude in Brand und verlässt die Szene. Das Bild verharrt für weitere 3 Minuten auf dem brennenden Gebäude, bevor die Folge endet. In dieser Zeit sind Schreie hörbar. Folgentitel: Bobbles schleichender Samstag. Inhalt: Diese Folge spielt augenscheinlich in London, da der Elizabeth Tower, welcher Big Ben enthält, sichtbar ist. Für den Großteil der Folge verfolgt Bobble der Clown lautlos eine Frau. Als die Frau zu Hause ankommt, wird sie von Bobble mit einem großen Fleischermesser angegriffen und umgebracht. Am Ende der Folge beschreibt Bobble der Clown Methoden, wie man in großen Menschenmengen ungesehen bleibt. Folgentitel: Bobble kriegt die Wahrheit raus. Inhalt: Die Folge scheint in einem Kriegsgefangenenlager zu spielen. In der Folge foltert Bobble der Clown einen gefangenen Soldaten und fragt ihn dabei wiederholt unsinnige Fragen. Der Soldat scheint schließlich an seinen Verletzungen zu sterben. Im Anschluss erklärt Bobble der Clown den Zuschauern, wie man schmerzhafte, aber nicht tödliche Verletzungen zufügt. Folgentitel: Bobble hasst dich. Inhalt: Der Handlungsort der Folge scheint ein leerer Raum zu sein. Bobble der Clown sitzt auf einem Stuhl und starrt den Zuschauer für die gesamten 30 Minuten der Folge wütend an. Folgentitel: Kraftausdruck dich, Kraftausdruck dich, Kraftausdruck dich. Der Handlungsort der Folge scheint Standort des Videoarchiv zu sein. Die Aufnahmen von SCP-993 werden im besagten Archiv verwahrt. In dieser Folge erklärt Bobble der Clown wütend, wie man die Verwahrung mehrerer SCPs kompromittiert und diese befreit. Bobble erläutert außerdem, wie man Forscher, die an seiner Verwahrung beteiligt sind, umbringen kann und zeigt hierbei ein detailliertes Wissen über die Tagesabläufe und Gewohnheiten besagter Forscher. Auffallend ist, dass zur Mitte der Folge eine gezeichnete Version von Dr. an Bobble vorbeiläuft. Eine Wanduhr zeigt die Zeit als 14,
Dr. konnte bestätigen, dass er zu diesem Zeitpunkt an SCP-993 Archiv vorbeigekommen ist.